So, einen schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut, aber es ist übelst warm da draußen heutzutage. Oder besser gesagt, die ganze Woche schon. Und was ich heute euch vorstellen wollte, ist, ich bin gerade frisch aufgewacht, dementsprechend sehe ich auch aus. Aber ich stelle euch mal ein bisschen weiter weg, damit man besser vielleicht sieht. Was wollte ich heute vorstellen? Also, ich wollte heute euch vorstellen, meine Festplatte. Hier ist der Karton dazu. Könnt ihr sehen. Dann noch die Daten zur Seite. Also 12 Terabyte habe ich Speicher. Also falls wirklich die Videos, die ich so gesehen auch sichere und abspeichere, die mal auf dem Laptop voll sind, habe ich mir extra eine große Festplatte gekauft. Und das ist das gute Stück jetzt hier. Das ist nicht groß. Also es ist, was heißt nicht groß? Also es ist für 12 Terabyte schon okay. Hat auch so hier hinten ein Kühler oder Ventilator und der besteht aus einer Verspiegelung. Also ich kann es jetzt nicht wirklich konkret erklären. Da könnt ihr aber auf die Seite raufgehen oder bei Amazon raufgehen und da ist die Beschreibung, da steht wirklich alles drin. Ich könnte es euch jetzt vorlesen im Endeffekt, aber im Endeffekt bringt es jetzt nicht, stundenlang was vorzulesen. Und 12 Terabyte, damals war das um die 400, also knapp 500 Euro war die teuer. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier kann man einiges abspeichern an Videos, wenn man seine eigene Festplatte vom Laptop voll hat. Und was ich sagen wollte ist, also ich bin so ein Typ, ich habe lieber eine Festplatte als viel zu viele kleine Festplatten, weil dann weiß ich nicht, wo was ist. Und hier kann ich wirklich Ordner herstellen oder hinzufügen und da dementsprechend laut Datum Videos raufladen, die ich als Sicherung so gesehen drauf habe. Also es ist wirklich sehr gute Qualität. Ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so, aber im Endeffekt ist es wirklich eine schöne Qualität. Ist auch sehr schwer robust. Ich schließe sie mit USB 3.0 an und habe noch so ein Stromkabel, dass es eben halt läuft. Ja. Und das Ganze, wie gesagt, 12 Terabyte, enorm viel Speicher. Weil letztens habe ich mit meinem Kumpel gequatscht, Döni Lifestyle. Schöne Grüße da draußen. Das Video mache ich eigentlich für dich, mein Bester. Und ja, der wollte wissen ungefähr, der würde sich auch eine Festplatte holen. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann dir diese hier empfehlen. Du kannst sie auch natürlich als größeren Speicher kaufen. Musst du aber nicht. 12 Terabyte reichen dicke. Die kannst du, weiß nicht, wie viele Videos darauf passen. Musst du mal umrechnen, je nachdem, wie lange die Videos sind. Und wie gesagt, auf der Website, wie gesagt, könnt ihr das ja auch hier sehen. Auf der Amazon-Seite, wenn ihr genau hinschaut. Steht wirklich alles über die Festplatte drauf. Also ist wirklich sehr gut beschrieben. Ne? Da könnt ihr wirklich alles lesen. Und falls, wie gesagt, hier ist es eine Verspiegelung drin, so nenne ich das immer, falls wirklich Daten auf der einen Seite kaputt gehen oder so, speichert die andere Seite das automatisch so gesehen ab, kann man so sagen. Und die sind dann gesichert und eure Videos werden nicht gelöscht. Also von daher ist die Festplatte zwar teuer, damals fast, wie gesagt, fast 500 Euro kostet, jetzt kostet sie mittlerweile, ich schau mal. Jetzt kostet die mittlerweile, ihr könnt das sehen, 350 Euro. Wo ist das? Da könnt ihr das sehen. Mal gleich so. 350 Euro, ne? Und 9 Cent von 469,99 Euro, was ich wahrscheinlich damals gezahlt habe. Und hier steht ja, dieses Steel ist Two Bay, also Verspiegelung. Könnt ihr das auch so mal nochmal hier sehen? War da zurückgegangen? Moment. Hier seht ihr das, dieses Two-Bay-Stil. Das müsst ihr auf jeden Fall nehmen als Sicherheit. Falls ich mich nicht perfekt auskenne, könnt ihr mich ja gerne verbessern. Ich kenne mich auch nicht perfekt aus. Ich habe mich nur kurz damit belesen damals. Aber die Festplatte ist wirklich schwer. Klein, ihr merkt wirklich, die ist jetzt nicht so riesig. Die kann man sich neben den Laptop stellen, je nachdem. Oder eben halt, ich packe die mal weg. Also nicht in den Karton, aber eben halt so. Ne? Dazu wollte ich euch noch dann Dings vorstellen. Ich habe letztens bei Döni Lifestyle seine Bandagen gesehen und meine waren jetzt auch nicht teurer, meine sehen so aus, könnt ihr sehen, na? Und hier so eine Schnur und die benutze ich immer für Bankdrücken oder für Dings, für Bizeps-Training, dass die Gelenke so gesehen stabil bleiben und das steckt man dann hier so ran, dreht man und da kann man beliebig wirklich so festziehen, wie man möchte, ne? Das ist genau wie seine Bandage. Aber seine geht ja hier auf die Handfläche und das mag ich nicht. Und hier ist wirklich viel besser. So gesehen habt ihr eine Stabilität, ne? Zum Beispiel beim Bankdrücken oder so. Und das Ganze auch auf die rechte Seite. Macht einfach hier durch.
ganz einfach jetzt Vorführeffekt. Wie gesagt, es ist wirklich simpel und ihr könnt auch die Bandage ein bisschen höher machen, dann ist es natürlich ein bisschen mehr und natürlich ein bisschen fester, aber wirklich nur so fest machen, wenn ihr gerade die Übung ausführt, weil am Ende kriegt ihr sonst kein Blut mehr in die Hand. Kriegt ihr kein Blut mehr in die Hand und von daher, ich habe es immer so gemacht, wenn ich die Übung ausgeführt habe, habe ich es wieder gelockert, ganz locker, und dann kriegt die Hand wieder, wird sie schön durchblutet, dann ist dann wieder alles gut. Also wie gesagt, könnt ihr richtig festmachen und ihr merkt, es ist wirklich stabil. Also die waren auch nicht teuer, ich glaube, die haben 12 Euro gekostet damals und die kann man auch in die Waschmaschine schmeißen und ja, dann ist sie wieder sauber. Jetzt sehen sie wieder ein bisschen weiß aus, sonst sind sie immer voll verdreckt, so könnt ihr mal sehen. Also sie sind sehr elastisch, auch ein bisschen dick und für das Geld ist die Qualität wirklich sehr gut. Also kann ich nur Döni Lifestyle empfehlen, wenn er möchte natürlich, muss er aber auch nicht. Er hat ja auch gute und wenn seine ihnen reichen, dann ist es auch, dann reicht es auch, ne Freunde. Ansonsten wollte ich ein kleines Update noch machen, zwecks mein Balkon oder Balkon. Und ihr wisst ja, im letzten Video, oder was heißt letztes Video, schon ein paar Videos her, war das so, dass ich ja eine Tomatenpflanze hatte und eine Zitronenpflanze oder Zitronenbaum. Die Kräuter habe ich schon geschnitten sehr oft und die Tomatenpflanze ist wirklich enorm gewachsen. Ne? Die ist jetzt mittlerweile vielleicht 60 oder 80 cm hoch. Einige Tomaten dran, ne? Manche Tomaten sind noch sehr klein, manche sind groß, aber so ist es eben halt. Ne? Auf jeden Fall Bio, Bio, Bio. Ne? Und die will ich euch mal ganz kurz zeigen. Vielleicht freut ihr euch. Und das alte Video kann ich ja hier oben oder da als Link verlinken. Das hier Link verlinken, dass ihr das sehen könnt, den Vergleich. Und ja, Freunde, dann schaut euch das mal an. Moment. So. Also hier habe ich noch eine Pflanze. Hier die Kräuter, kennt ihr ja schon. Da ist die Tomatenpflanze, Freunde. Guck mal, wie groß die ist. Riesig, oder? Da sieht man die Tomaten in grün. Also die meisten sind wirklich grün und bestäuben muss man selber natürlich mit dem Pinsel, weil momentan die Bienen nicht so extrem los sind. Da haben wir eine rote Tomate. Da haben wir noch mal welche. Und hier, schaut euch mal an, Freunde, wie schön die Tomaten aussehen, oder? Die ist schon leicht orange. Hier sind nochmal welche, zwei große. Also die sind schon, guckt euch mal an, wie groß die sind. Ungefähr so sind sie jetzt groß, die anderen sind sehr klein, wie Cherry-Tomaten, aber es ist ja eine Rispentomate, glaube ich. Und die hier unten sehen sehr komisch aus. Also die werden wahrscheinlich, das waren eine der ersten, aber die hier sehen sehr glatt aus, also sehr schön. Also sieht die Tomate aus, ne, Freunde. Hier habe ich nochmal zwei Stützstangen dran gemacht, die Tomate mit diesem befestigt, ne, weil letztens sie mir ein bisschen umgeknickt. Und von daher, also ja, so sieht die jetzt aus, Freunde. Ein bisschen weiter nach hinten. Jo, ziemlich groß geworden, ne, Freunde? Jo. Zum Zitronenbaum kommen wir auch gleich. Die Zitronen sind leicht nicht mehr so extrem grün, sind schon ein bisschen heller geworden, aber Zitronenbaum braucht ja immer eine ganze Weile. Einen Moment, zeig euch das mal. Ja, hier muss ich mal ein bisschen sauber machen. Das ganze Wasser ist hier runter. Hier, Zitronenbaum ist zwar nicht viel größer geworden, bis auf die einzelnen Äste hier. Und hier, könnt ihr sehen, seht ihr das? Gelbe kommt schon langsam durch. Hier haben wir zwei Zitronen dran und da hinten haben wir auch zwei Zitronen dran. Dann haben wir hier die ersten, die auch schon dazu wachsen. Die kleinen hier. Und hier. Und noch wahrscheinlich hier und da. Ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Die sind schon verwelkt. Die Pflanze, die habe ich letztens gestutzt, die wächst wieder nach. Und also, ja, so sieht es aus, mein Balkon. Und hier ist ein bisschen, ja, durch den Regen ist ein bisschen Sand geflogen, aber ansonsten ist es richtig gemütlich. Mein, was war das nochmal? Ich sag mal Thymian. Ist was Thymian? Vergessen. Ansonsten, Freunde, ja, so sehen die Tomaten aus, Pflanzen. Die beiden Tische kommen jetzt leider weg. Die beiden Tische, beiden Stühle und der Tisch, weil irgendwie gefällt es uns nicht so sehr, haben wir wieder verkauft und holen mal was Neues. Ansonsten, Freunde, ja, ich gehe mal wieder rein erstmal. Bisschen dunkel. Ja, Freunde, so war das halt, ne? Das wollte ich jetzt als kleines Update machen. Und ich werde mir jetzt erstmal was zu frühstücken machen. Kann ich
euch auch zeigen, ganz kurz. Und ja, ein bisschen unaufgeräumt heute. Ihr seht, überall liegen Sachen. Müssen wir die Bezüge nochmal sauber machen von den Stühlen, weil wir das ja verkauft haben. Ist wirklich nicht alt, das ist höchstens 2, 3, 4 Monate alt. Die Stühle. Achso, was ich euch noch so ganz kurz sagen wollte, ist das hier. Ich habe mir eine neue Pfanne bestellt, geschweige denn zwei neue Pfannen von Tefal Keramik. Die waren auch nicht so teuer, muss ich ehrlich sagen. Eine Riesenpfanne hat 30 Euro gekostet. Es ging. Dafür, dass die Qualität wirklich so gut ist, ist sie wirklich sehr, sehr gut vom Preis. Dann habe ich hier noch eine kleinere Pfanne, die in Mini-Version, die ist so ein 20 cm Durchmesser. Und die ist auch wirklich sehr gut. So. Ja, ich werde mir jetzt, wie gesagt, ein bisschen Kartoffeln machen. Also ich habe gekochte Kartoffeln. Gestern noch gehabt, ein bisschen Hähnchenbrust. Zeig euch das mal. Da, gekochte Kartoffeln, Hähnchenbrust. Hähnchenbrust schneide ich mir was ab. Also vielleicht so 50 bis 100 Gramm. Ein bisschen Wind gerade eben. Die Kartoffeln auch. Mache ich in die Pfanne rein. Und dann dazu Eier. Also drei volle Eier mache ich rein. Und das werde ich dann als Frühstück essen. Da habe ich ein bisschen Kohlenhydrate. Und ein bisschen Proteine, weil ich war gestern noch beim Sport, ich habe voll den Muskelkater im Trizeps. Sport läuft langsam besser. Und ansonsten, Freunde, ja, das war's eigentlich. Ne? Ich will jetzt euch mit dem Kochen nicht nerven und so, sonst wird das Video ja übelst lang. Ich kann euch nur noch zum Schluss kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video, euer Easy. Schöne Grüße an den Lifestyle. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich beschrieben habe ein bisschen. Kannst du ja bestellen oder nachmachen. Mit den Bandagen, aber hast ja gute Bandagen, mein Freund. Und ansonsten, das war's eigentlich, wa? Ja. Dann bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ne? Schön kommentieren, Daumen nach oben, wie gesagt. Und Abo nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn das Essen gleich fertig ist, zeige ich euch kurz auf den Teller. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bleibt alle gesund. Bis dann, ciao, ciao.